Wir haben die Sendung mit der Impfaktion für Menschen begonnen und beenden wollen wir sie mit einer Geschichte rund um die Gesundheit von Nutztieren. Auch Kühe, Schafe und Schweine bekommen ab und zu Schnupfen oder Durchfall. Der steirische Tiergesundheitsdienst ist fleißig unterwegs. Wenn ein Haustier krank wird, geht man mit ihm zum Tierarzt. Ein Landwirt schafft das aber nicht, zum Beispiel mit seiner Schafherde. Der steirische Tiergesundheitsdienst sorgt dafür, dass der Tierarzt auf den Bauernhof kommt. Und eines der Ziele ist es, den Medikamenteneinsatz am Bauernhof zu verringern. Mehr als 200 Tierärzte sind landauf, landab unterwegs, um die Gesundheit der steirischen Nutztiere zu kontrollieren und, wenn notwendig, die Gabe von Medikamenten für den Tiergesundheitsdienst zu dokumentieren. Der Tierarzt Hannes Resch macht heute beim Schafbauern Hans Wagner in Markthartmannsdorf Station. Die Milch seiner 180 Schafe wird in Weiz zu Schafmilchprodukten weiterverarbeitet. Das ist praktisch sicher ein großer Vorteil für sie, nicht? Dass wir praktisch auch kontrolliert sein. Wir sind auch ein Gütesiegelbetrieb. Genauso, ich meine, das bringt für die Weizer Schafbauern eine Sicherheit irgendwo, dass er ein sicheres, kontrolliertes Produkt kriegt. Eine Betriebserhebung wird regelmäßig gemacht. Da wird die ganzen tierschutzrelevanten Sachen überprüft, die ganzen Leistungen überprüft und geschaut, ob alles in Ordnung ist. Das wird einmal im Jahr durchgeführt beim Schafbauern. Beim Schweinebauern Hannes Tauschmann in St. Margarethen an der Raab schaut Hannes Resch alle 3 Wochen vorbei. Heute werden die Zuchtsauen beim Fußballspielen gestört. Eine Grippeimpfung steht an. Wir schauen, wenn wirklich Krankheiten ausbrechen, dass wir es ordentlich behandeln und dann schauen, dass die Umstände so verbessert werden, dass wir eigentlich keine Antibiotika brauchen. Es ist ja auch mit Kosten verbunden und der Bauer ist sehr daran interessiert, dass er das nicht tun muss. Und beim Anblick des Ultraschalls kommt immer wieder Freude auf. Am liebsten ist den Bauern, wenn das schnell geht, weil es dann alle trächtig und das ist natürlich für ihn ganz wichtig, weil der wirtschaftliche Erfolg davon abhängig ist. Jeder AMA-Mitgliedsbetrieb muss auch beim steirischen Tiergesundheitsdienst dabei sein. 6.500 Bauern werden laufend beraten und auch geschult. Durch unsere Ausbildung vom Tiergesundheitsdienst dürfen wir die ganzen Routinesachen für die Ferkeln, was man eigentlich alle 3 Wochen machen muss, selbst machen. Der Grundkurs hat 8 Stunden gedauert und einen 3-stündigen Mischkurs dazu. Und wir müssen alle Jahre eine 4-stündige Weiterbildung besuchen. Letztendlich soll der Einsatz von Medikamenten in den heimischen Ställen reduziert werden. Wir in Österreich stehen hier an sich sehr gut da, weil im internationalen Vergleich die Struktur in Österreich eine kleinere ist und deswegen auch der Einsatz von Arzneimitteln nicht so hoch ist als in Vergleichsländern der EU. Nach der Gabe von Arzneimitteln darf das Tier für eine bestimmte Zeit nicht geschlachtet und in den Handel kommen. Das hängt vom Tierarzneimittel natürlich ab, aber es sind oft von 1-2 Tagen bis zu 20 Tagen möglich. Bei Biobetrieben ist diese Wartezeit doppelt so lange. Gesundheitsvorsorge bei den Nutztieren kommt letztendlich dem Konsumenten zugute.